Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 7. September 2017? Vollmond ist vorbei, es hat die abnehmende Mondphase begonnen. Diese Zeit eignet sich gut dafür, von etwas trennen, von etwas verabschieden, etwas kündigen, etwas loslassen, von etwas bereinigen oder von etwas befreien, und da ist Platz für etwas Neues. Mond verlässt die Tierkreiszeichen Fischen und übergeht heute im Tierkreiszeichen Widder. Und die Tierkreiszeichen Widder symbolisiert auch diesen Neuanfang. Wie erleben die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben gerade ein Problem mit ihren Gefühlen. Es kommen Erinnerungen und auch alte Enttäuschungen sind spürbar. Hier haben die Fischengeborenen eine Lernaufgabe. Von diesen Gefühlen verabschieden, das ist gleichzeitig auch eine Art Heilung. Und diese abnehmende Mondphase eignet sich ganz gut dafür, das ernst zu nehmen und damit beginnen, damit etwas Neues entstehen kann. Und das sind die Veränderungen, und vor diesen Veränderungen stehen die Fischengeborenen gerade, und keine Angst von etwas Neues, also von diesem Gefühl Angst, sollte man auch befreien. Das ist die Mondbewegung, das, was die Mondenergie, aber auch Chiron und Neptun vermittelt. Und kommt noch die Einfluss von außen, das ist das Sternbild Pegasus. Und Pegasus ist die geflügelten Pferd in mythologischer Geschichte. Wir kennen die Geschichte von Andromede, die gefesselte Königstochter. Perseus befreit Andromede, befreit auch von ihren Ängsten. Und dann kommt dieser geflügelten Pferd, Pegasus, was nichts anderes ist als ein Sternbild im Himmel. Und Pegasus befreit die beiden, weil dieser Pferd kann auch fliegen, also vermittelt auch Leichtigkeit. Und genau das erleben momentan oder lernen im Augenblick die Fischengeborenen. Unserem Planet Erde gibt die Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen, bewegt sich gerade auch im Tierkreiszeichen Fischengeborenen. Und diese Bedürfnis, Sicherheit, Stabilität, diese Festigkeit brauchen momentan die Fischengeborenen. Und unserem Planet Erde hat auch einen Einfluss von Fluss Eridanus. Und dieser Fluss Eridanus hat ein Ende, das Ende des Flusses, der Stern Achenar. Also wir nähern uns, unserem Planet Erde nähert sich das Ende des Flusses, und es wirkt auf dem Leben der Fischengeborenen. Das heißt, von Ängste verabschieden, keine Angst vor Veränderungen, diese Leichtigkeit spüren, Ziele setzen, diese Ziele sind erreichbar. Wir nähern auf dem Ende des Flusses und es fließt, und das lernen gerade die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommt etwas in Bewegung. Die Wiedergeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Es ist auch eine Wandlung. Eine unerwartete Nachricht ist zum Erwarten, also Überraschung. Und diese Nachricht, diese Botschaft ist gut für die Wiedergeborenen. Die Wiedergeborenen erleben gerade eine Wandlung, eine Wende. Und in die nächste Zeit wird wichtige Thema sein Liebe, Partnerschaft. Bei einigen Wiedergeborenen kann auch ein Thema sein Erbschaft. Im Tierkreiszeichen Stiergeborenen etwas ruhiger, aber die Stiergeborenen haben mehr Kraft, mehr Mut, mehr Klarheit auch. Eine Nachricht nähert sich, also ein bisschen Geduld noch. Und dann nähert sich noch etwas bei den Stiergeborenen, das ist auch die Wandlung und wird wichtige Thema sein in die nächste Zeit, auch die Finanzen.
Hier kann auch bei einem oder anderen Stiergeborenen auch eine Erbschaftssache sein. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen werden in den kommenden Tagen von etwas begeistert sein. Sie bekommen auch eine gute Nachricht und sie haben eine gute Zeit in die liebe Partnerschaft. Aber sie fühlen momentan kraftlos. Und wichtig ist jetzt auf den beruflichen Situation konzentrieren, weil da brauchen die Zwillingsgeborenen die Klarheit, die Augen öffnen. Und hier wirkt auch ein Stern auf den beruflichen Situation. Und dieser Stern heißt Aldebaran. Und dieser Aldebaran ist nichts anderes als die Augen des Stieres, also gehört zum Sternbild Stier, aber wirkt im Bereich Zwillinge. Und genau in die Richtung sollen die Stiergeborenen orientieren, die Augen offen halten, weil das bringt gerade Glück im Bereich Beruf, Berufung. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist gerade Unbeweglichkeit. Sie sollen auch abwarten und erst in den kommenden Tagen eignet sich für einen Neuanfang. Kommt dann auch etwas in Bewegung, kommt auch ein Neubeginn. Bei den Krebsgeborenen ist auch wichtig loslassen, trennen, verabschieden von etwas. Aber Augenblick ist ruhig, sie sollen geduldig sein, abwarten und die kommenden Tagen etwas in Bewegung setzen oder etwas Neues starten, weil dadurch kommt die Sicherheit und können etwas befestigen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborene ist wichtige Thema, die Liebe, Partnerschaft, aber auch Freundschaften. Die Löwengeborenen sind gerade sehr kreativ und das können sie auch damit glänzen, das auch zeigen. Sie haben einen Auftritt. Und bei den Gesprächen sind auch wichtig und dieses Thema bei Löwengeborenen Gesprächen hat auch einen Einfluss von Regulus. Regulus beeinflusst die Merkur-Energie im Löwen. Das heißt, Gespräche, Informationen, Handlungen, Kontakte, Termine oder ein Vertrag. Und dieser Themenbereich beeinflusst Regulus. Und Regulus ist auch ein königlicher Stern wie Aldebaran. Die Aldebaran wird bei Zwillingen, Regulus wird bei Löwen. Das ist das Herz der Löwen. All bei diesen Themen, was ich aufgezählt habe, wichtig ist auf dem Herz hören, auf diese Begeisterung. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen, sie haben Ziele, Orientierung, immer mehr Klarheit. Sie haben Mut und Kraft, ist etwas in Bewegung. Bei vielen Jungfraugeborenen kann das auch Thema sein mit Auto oder Sport. Alles, was mit Bewegung zu tun hat. Es kommt auch etwas in Form. Im Augenblick sind noch Unklarheiten, Unsicherheiten, was von außen kommt. Die Klarheit selbst liegt bei den Jungfraugeborenen. Aber die Einflüsse von außen, das verunsichert eher die Jungfraugeborenen. Deswegen sollen die Jungfraugeborenen schweigen, zurückhaltend sein, ihrem Selbst bleiben, ihren Meinung bleiben und nicht verunsichern lassen. Eine Nachricht kehrt zurück oder eine Person kehrt zurück von die Vergangenheit. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen, sie haben Träume und Ideen und das sollen sie nicht aus dem Auge verlieren, weil da liegt das Glück, da sind die Möglichkeiten. Trotzdem fühlen sie sich etwas unsicher in die Tage. Aber die Veränderung, was dann jetzt in die kommenden Tagen kommt, richtet die Blick nach vorne, nach ihren Zielen und das sollen sie auch bewusst wahrnehmen und auch mutig sein, etwas Neues zu beginnen, weil dadurch ändert sich etwas in richtige Richtung. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist etwas im Fluss. Die Skorpiongeborenen bekommen immer mehr Mut und Kraft und sie kümmern jetzt um die Finanzen und da haben sie die Möglichkeit im Finanzbereich etwas verbessern, da kommen die Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben Möglichkeiten, Chancen, aber ihren Gefühlen hindert dabei. Es sind Enttäuschungen von Vergangenheit, was noch kränkt. Dann auch die inneren Unsicherheit.
Bei vielen Schützengeborenen ist auch die Angst, Angst vor Veränderungen. Und diesen Gefühlen blockieren gerade die Schützengeborenen und sie bekommen Unklarheiten dadurch. Obwohl die Möglichkeiten sind da. Gleichzeitig ist es auch eine Lernaufgabe, diesen Gefühlen loslassen, so ähnlich wie bei Fischengeborenen. Das ist auch eine Art Heilung, dann klärt sich etwas auf und dann können die Schützengeborenen Mut und Kraft zeigen und das begleitet die Schützengeborenen und damit erreichen ihren Ziele und bringt es auch Glück. Im Liebepartnerschaft läuft auch sehr gut. Und hier wirkt auch zwei Sternen, einmal Rasal Hague, das ist die Kopf der Schlangenträger, also klaren Gedanken, wichtige Entscheidungen, das ist das Sternbild Schlangenträger oder in die Mythologie kennt man als Asklepios, die himmlische Arzt, der den Königssohn gerettet hat. Von diesem Sohn ist dieses Kind ist im Honigtopf reingefallen und dieser Arzt Asklepios hat das Kind gerettet. Aber wie hat er das Kind gerettet? Es kamen zwei Schlangen, die eine trägte die Gift, andere die Heilkräuter. Also Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Heilt das Kind mit Gift oder probiert mit Gift zum Heilen oder nimmt die richtigen Mittel, die Heilkräuter. Zum Glück hat Asklepios die richtige Entscheidung getroffen und hat das Kind gerettet. Und hier ist eine Botschaft für die Schützengeborenen. Also Gedanken machen, klare Gedanken, richtige Entscheidungen treffen. Und hier sind die Unsicherheiten. Wie soll ich mich entscheiden oder überhaupt soll ich entscheiden oder aufgeben das Ganze? Hier geht's um Zielen. Träume, Visionen, Ideen umsetzen, Möglichkeiten im Leben. Und da treffen die Schützengeborenen gerade wichtige Entscheidungen. Aber sie haben Angst davon und möchten am liebsten davonlaufen. Aber man kann nicht immer davonlaufen im Leben. Also wichtig, da in die Augen zu schauen und das mal wahrnehmen und diese Entscheidungen treffen zwar die richtigen Entscheidungen, gleichzeitig haben Probleme mit ihren Gefühlen. Und das sind die Enttäuschungen von Vergangenheit. Und auch die Angst. Und davon sollte man verabschieden, weil das blockiert gerade die Schützengeborenen. So ähnlich wie das gerade auch die Fischengeborenen blockiert. Und das sind die Emotionen. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen wird auch wichtige Entscheidungen treffen. Sie beenden etwas oder können etwas loslassen. Aber die Steinbockgeborenen haben auch hier eine Lernaufgabe. Die inneren Gleichgewicht. Und die eine Waageschale ist die Arbeit, die Pflichten und die andere Waageschale ist die Lebensfreude und Freizeit, den Tag zu genießen. Und beide ist wichtig und das sollen die Steinbockgeborenen im Gleichgewicht halten und beiden Seiten leben, weil das gibt auch die innere Kraft, die inneren Gleichgewicht. Diese kosmische Energie ändert sich Tag zu Tag, beeinflusst unserem Leben. Und das möchte ich nach wie vor vermitteln in meinem täglichen Tageshoroskop. Aber jeder Mensch ist einzigartig und jeder Lebensweg ist einzigartig. Und diese kosmische Energie kann man übertragen auf den Einzelnen. Das ist natürlich dann maßgeschnitten, auch als Jahreshoroskop, auch als Monatshoroskop, auch bestimmten Tagen, sogar auf den Stunden einzugehen. Was ist zum Erwarten? Was für Hindernisse gibt's da? Wie bewältigt man diese Hindernisse? Und diese maßgeschnittene Beschreibung, astrologische Beschreibung, stehe ich Ihnen zur Verfügung. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.